Um diese Gegner zu finden, mussten wir uns ins Zeug legen. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 versteckter Bosse in Videospielen und wie man sie findet. In dieser Liste werden wir uns mit den Endgegnern in Videospielen befassen, die nur bekämpft werden können, wenn man die ausgetretenen Pfade verlässt oder die durch das Erreichen bestimmter Ziele freigeschaltet werden. Platz 10. Verweilender Wille, Kingdom Hearts 2.5 Remix. In der Kingdom Hearts Franchise gibt es viele optionale Bosse, die man im Anschluss bekämpfen kann, aber wir haben uns entschieden, diesen hier mit aufzunehmen. Der verweilende Wille ist eine animierte Rüstung, die durch die verbliebenen Gedanken und Gefühle einer Person zum Leben erweckt wird. Du weißt schon, der übliche Kingdom Hearts Hokuspokus. Er hat vielleicht keine eigene Persönlichkeit, aber das macht er durch seine Schwierigkeit mehr als wett. Zuerst muss man alle Welten abschließen und das Spiel beenden und dann zum Keyblade-Friedhof gehen. Der verweilende Wille erweist sich als ein blitzschneller Gegner, der auch einige deiner Fähigkeiten ausschalten kann, was den Kampf sehr schwierig macht. Platz 9. Der Slot Machine, Star Fox aka Starwing. Das ursprüngliche Super Nintendo-Spiel Star Fox hatte einige versteckte Level, aber nur eines hatte diesen einzigartigen versteckten Boss. Zunächst muss der Spieler auf dem schweren Weg zum Asteroiden-Level gelangen und einen bestimmten Asteroiden abschießen, bis ein Vogel ihn entführt, wodurch das versteckte Level Out of this Dimension freigeschaltet wird. Am Ende dieses bizarren Levels kämpft der Spieler gegen einen riesigen Spielautomaten. Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, besteht darin, 3 Siebener in einer Reihe aufzustellen. Aber selbst wenn man ihn besiegt, ist der Level noch nicht zu Ende. Man kämpft gegen den Abspann und fliegt dann für immer ins Ungewisse dieser Dimension, nur um gegen den Endtitel zu treffen. Ja, du bist dazu verdammt, hier draußen zu sterben. Platz 8. Kulex, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Auch wenn jedermanns Lieblingsklempner heutzutage kein Unbekannter in Sachen Rollenspiele ist, fand sein erster Ausflug in das Genre in Zusammenarbeit mit Squaresoft, jetzt Square Enix, statt, den Machern von Final Fantasy. Daher ist der versteckte Boss in diesem Spiel stark von dieser Serie inspiriert. Kulex ist ein violettes, jenseitiges Wesen, das mit nichts anderem im Spiel vergleichbar ist. Sein Kampf ist wohl härter als der des ersten Endgegners und er ist von Kristallen umgeben, die einige der mächtigsten Zauber im Spiel verwenden und er ist auch nicht gerade untätig. Wenigstens kannst du das Siegestheme von Final Fantasy genießen, wenn du ihn besiegst. Platz 7. Königin Sigrun, God of War. Dieses gefeierte Actionspiel bietet mehrere optionale Endgegner, darunter 8 Walküren, gegen die du im Laufe des Spiels kämpfen kannst, und die sind verdammt hart, aber die Walkürenkönigin überragt sie alle. Wenn du den Rest der ohnehin schon schwierigen mythischen Kriegerinnen besiegt hast, kannst du ihre Helme im Rat der Walküren zusammensetzen und Sigrun, ihre Königin, herbeirufen. Sigrun besitzt die meisten Fähigkeiten der anderen und ist je nach Schwierigkeitsgrad stark genug, um dich mit einem Schlag zu töten. Sie ist ein unberechenbarer Gegner, der die Fähigkeiten von Kratos und Atreus und die des Spielers bis an ihre Grenzen testen wird. Platz 6. Der Kuhkönig, Diablo 2. In
der Diablo-Serie gab es nicht nur furchterregende dämonische Wesen, denen sich die Spieler stellen mussten, sondern auch Kühe. Wenn der Spieler das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad normal abgeschlossen hat, kann im Lager der Schurken mehrere Gegenstände zusammen transmutieren, um das geheime Kuh-Level zu erreichen. Ernsthaft, so wird es genannt. Es ist eine Anspielung auf einen Mythos aus Diablo 1. In diesem Gebiet gibt es Horden oder besser gesagt Herden von höllischen Rindern, die dich mit Stangenwaffen angreifen werden. Unter den normalen Gegnern ist jedoch der Kuhkönig versteckt. Obwohl er sich optisch nicht von den anderen dämonischen Kühen unterscheidet, ist der Kuhkönig immun gegen Blitze und ein Sieg über ihn verhindert, dass sich das Portal zum geheimen Kuh-Level auf demselben Schwierigkeitsgrad öffnet. Platz 5. Noob Saibot, Mortal Kombat 2. Die Mortal Kombat-Reihe ist berühmt für ihre versteckten Bosse und alles begann im Original mit Reptile. Wir entscheiden uns jedoch für denjenigen, der in Mortal Kombat 2 am schwersten zu finden war. Wenn der Spieler gut genug ist, um 50 Kämpfe hintereinander zu gewinnen oder 25 auf der Genesis-Version, schaltet das Spiel einen Kampf mit Noob Saibot frei. Noob Saibot ist eine schwarze, schattenhafte Gestalt in der Silhouette eines der Ninjas. Er kann alle Bewegungen von Sub-Zero ausführen, aber auch den Speer von Scorpion benutzen. Später in der Serie stellt sich heraus, dass es sich bei ihm um den ehemaligen Sub-Zero Bi-Han handelt, obwohl wir bezweifeln, dass dies von Anfang an beabsichtigt war. Scorpion wins. Platz 4. Black Rabbit, Trials of Mana. Lass dich von der niedlichen und knuddeligen Erscheinung dieses Endgegners nicht täuschen. Er ist einer der mächtigsten Gegner in der gesamten Mana-Franchise. Im Original ist er nur zugänglich, wenn du Duran oder Angela als Hauptcharakter hast und befindet sich in einem versteckten Gang des Drachenlochs. Im Remake von 2020 kann man ihn in jedem Handlungsstrang finden, indem man zum Drachenschlund, zum Trugbildpalast oder zum dunklen Schloss zurückkehrt, nachdem man es verlassen hat. Egal welche Version du spielst, der Black Rabbit wird dir den Arsch aufreißen, wenn du nicht vorbereitet bist. Er hat tonnenweise HP, kann hochstufige Dämonen beschwören und verfügt über extrem mächtige Zaubersprüche. Wo ist eine heilige Handgranate, wenn man sie braucht? Platz 3. So Sorry, Undertale. So Sorry wurde als Ergebnis eines Kickstarter-Buy-ins erschaffen und kann im Art Club Room in Hotlands angetroffen werden, wenn die Uhr eures Computers oder eurer Konsole zwischen 20 und 21 Uhr auf den 10. Oktober gestellt wurde. So Sorry stimmt dann herein und entschuldigt sich für seine Verspätung, indem er den Spieler versehentlich mit Papierschnipseln und Kritzeleien angreift. Ob du ihn tötest oder nicht, bleibt dir überlassen. Kunst ist schließlich subjektiv. Auch wenn einige behaupten, dass dieser Platz für Sans sein sollte, möchten wir euch daran erinnern, es geht um versteckte Bosse. Sans ist der Endboss eines der beliebtesten Abzweigungspfade. Ich hoffe, ihr habt das nicht vergessen. Platz 2. Die Monster Hunter Monster. Metal Gear Solid Peace Walker. Monster Hunter hat sich scheinbar mit allem gekreuzt und die Zusammenarbeit mit Metal Gear führte zu einigen interessanten Bosskämpfen. Um sie zu finden, musst du zunächst alle Briefings von Chico anhören. Erledige dann die Mission Item Capture in Extra Ops. Während dieser Mission triffst du Trenya, eine Feline oder sprechende Katze aus der Monster Hunter Serie, die dir eine Reihe von Missionen gibt. In diesen Missionen musst du gegen Kreaturen aus der Monster Hunter-Reihe kämpfen, darunter die Hauptfiguren Rathalos und Tigrex, aber auch der von Metal Gear inspirierte Gear Rex. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Akuma, Super Street Fighter 2 Turbo. Musik.
Das wohl beliebteste Kampfspiel aller Zeiten hat auch einen der beliebtesten versteckten Bosse. Der erste versteckte Endgegner der Serie, Akuma, stürmt auf die Bühne und erledigt M beißen wie nichts. Die Geschwindigkeit des dämonisch aussehenden Kämpfers und seine zahlreichen Wurfgeschosse aus der Luft sind schwer zu bewältigen. Fast genauso schwierig ist es, ihn zu erreichen, denn du musst alle deine Gegner besiegen, ohne eine Fortsetzung zu benutzen und entweder eine hohe Punktzahl erreichen oder sie in weniger als 25 Minuten besiegen. Akumas legendärer Status hat dazu beigetragen, dass er zu einer festen Größe in der Franchise geworden ist, und das begann mit diesem Bosskampf. Wer einen geheimen Boss findet, verdient eine Trophäe. Aber nicht alle Trophäen verdienen es, dass man sie bekommt. In unserer nächsten Liste geht es genau darum. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. In dieser Liste sehen wir uns Trophäen und Erfolge an, die entweder eine komplette Zeitverschwendung waren oder ihre eigentliche stolze Aufgabe nicht erfüllt haben, da man sie durch Ausnutzen von Exploits erhalten konnte. Was war der schlechteste Achievement, den du bekommen hast? Schreib es uns in den Kommentaren. Platz 10. Du hast es wirklich getan. Trover saves the universe. Wenn wir schon von Sticheleien gegen Achievement Hunter sprechen, Trover Saves the Universe machte daraus wirklich ein Geduldsspiel. In Trovers Teleport findet man Papierschnipsel und einen Abfalleimer mit einem Basketballkorb. Klick auf das Papier, um es in die Luft zu werfen, und erziel ein paar Körbe. Das Problem hierbei ist, dass alle eine andere Form haben und man nicht viel Kontrolle über die Flugbahn hat. Deshalb muss man auf bestimmte Teile des Papiers klicken, um anständig zu werfen. Das Level an Genauigkeit ist etwas nervig und selbst der Schreiber dieses Textes fand es grässlich. Und es dauerte nicht mal 40 Minuten, um den Erfolg freizuschalten. Platz 9. Extremes nach draußen gehen. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Als The Stanley Parable im Jahr 2013 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, waren Spieler von einem Achievement besonders überrascht. Um Go Outside freizuschalten, musste man das Spiel 5 Jahre lang nicht mehr spielen. Erfolgsjäger mussten aber nicht so lange warten, da man im Betriebssystem einfach die Zeit nach vorne drehen konnte, um die Trophäe frühzeitig zu erhalten. Ultra Deluxe schießt den Vogel aber endgültig ab, indem darin diese einfach zu umgehende Herausforderung auf 10 Jahre erhöht wurde. Auch hier kann man wie gehabt einfach die Systemuhr vorstellen. Also, was bringt dieser Erfolg eigentlich? Sollte wirklich geschaut werden, wie viele Leute tatsächlich so lange warten, um den Erfolg zu erhalten? Oder war es eine Stichelei gegen Leute, die nur auf Achievements aus sind? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Platz 8. Die Trophäen im Sportmodus. Nickelodeon All-Star Brawl. Für einen Smash Bros. Klon hat Nickelodeon All-Star Brawl eine Menge Erfolge an den Sportmodus gebunden. 5 Achievements verlangen, dass man ein Spiel mit einer 10-Punkte-Führung gegen die CPU gewinnt, wobei jeder der Erfolge jeweils an einen bestimmten Ball gebunden ist. Die Erfolge sind jedoch nicht an einen Schwierigkeitsgrad gebunden. Auf dem niedrigsten Level macht die CPU gar nichts, um dich aufzuhalten. Sie steht einfach nur da. Bedrohlich. Dieser Exploit macht es irgendwie sinnlos, dadurch einfach für jeden zu erhalten, aber man kann es damit so einfach oder so schwer machen, wie man möchte. Platz 7. Kettenraucher, der Saboteur. Womöglich handelt es sich hierbei um den sinnlosesten Erfolg in dieser Liste. Wenn man eine bestimmte Zeit lang im Spiel nichts macht, holt Sean manchmal eine Zigarette raus, um sich die Zeit mit Rauchen zu vertreiben. Das kann man aber auch selbst heraufbeschwören, indem man den linken Trigger betätigt. Ein hilfreicher Tipp, da man 100 Zigaretten anzünden muss, um diesen Achievement zu erhalten. Das Problem ist, dass Sean die Zigarette nicht im Mund haben darf. Man kann sie nur wieder loswerden, wenn sie sich in seiner Hand befindet. Was bekommt man für all die Zeit und Aufwand? Gerade mal 5 Gamerscore. Platz 6. Der Wildcats Baseball Stadium Achievement – Burnout Paradise.
eine weitere Trophäe, für die es fast ein Wunder braucht. Um das zu erreichen, müssen sich du und 7 weitere Spieler beim Wildcats Baseball Stadium treffen. Bei Achievement Huntern war diese Aufgabe berüchtigt, da es nur selten Online-Lobbys mit so vielen Spielern gab. Laut manchen wollten andere auch lieber ihr eigenes Ding durchziehen oder einfach durch die Welt tollen. Wenn die Spielzahl wirklich 8 erreicht hat, dauerte es nicht lange, bis es weniger wurden. Natürlich gibt es auch eine Offline-Methode, aber die ist genauso unzuverlässig wie die legitime Variante. Platz 5. Das Sixpack. Aliens vs. Predator. Was kann nerviger sein, als einen Spieler dazu bringen, hunderte Male nichts zu tun? Wie wär's mit dafür beten, dass ein bestimmtes Event eintritt? Jeder, der versucht hat, Erfolge für Aliens vs. Predator zu bekommen, kann das bestätigen. Der Sixpack-Erfolg kann nur erreicht werden, wenn du und 6 deine Freunde gemeinsam ein Ranglistenmatch spielen. Wie oft spielt man überhaupt mit einer so großen Gruppe? Mit so wenig Leuten, die sich das Spiel geholt haben, können wir uns nicht vorstellen, dass man das mit mehr als ein paar Freunden gespielt hat. Es macht den Very Tough Hombre Achievement fast zu einem Kindergeburtstag. Und dieser verlangt, dass man 10 Spieler ohne zu sterben tötet. Platz 4. Herausforderung angenommen. Borderlands 2. Die Borderlands-Spiele haben ihr eigenes Level an lästigen Grind, aber von allen hält Borderlands 2 den schlimmsten Erfolg bereit. Die Challenge Accepted Herausforderung erwartet vom Spieler, dass er alle nicht levelgebundenen Aufgaben erfüllt, eine bestimmte Anzahl an ausgewählten Gegnern erledigen oder Waffen zu stehlen und mit diesen Kills zu erzielen. Klingt einfach, bis man an dem Punkt ankommt, wo man Jimmy Jenkins töten muss. Jimmy Jenkins ist eine bestimmte Art von Gegner, ein kleiner Loader-Bot, der nur in Hyperion-Containern gefunden werden kann und hat eine extrem geringe Spawnrate. Die Tatsache, dass dieser eine bestimmte Gegner an eine Trophäe gebunden ist, die verlangt, dass man unzählige weitere Herausforderungen abschließt, macht Borderlands 2 zu einem sehr frustrierenden Spiel, wenn man es vollständig meistern will. Platz 3. Zeit, um wirklich nach draußen zu gehen. Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Falls du nicht in der Plants vs. Zombies Community bist, Battle for Neighborville war mit dem ermüdenden Open-World-Design eine Enttäuschung. Das nicht eingehaltene Versprechen, Erweiterungen und mehrere spielbare Figuren zu bringen, hat auch nicht geholfen. Und diese Trophäe macht die Enttäuschung noch größer. Time to Seriously Go Outside erwartet, dass man den Master-Rang mit 20 Klassen erreicht. Das Spiel hatte zur Veröffentlichung nur 20 und danach wurden noch 3 hinzugefügt. Grundsätzlich muss man mit jedem Helden spielen und einige davon sind schwieriger zu erlernen. Sicherlich wird der EP-Zähler beim Zeitvertreib helfen, aber den kann man nur 5-mal am Tag verwenden. Platz 2. Alle. Avatar, der Herr der Elemente. Die Erde brennt. Bless you, Appa. Die Erde brennt ist eine der größten Lachnummern in der Achievement Hunter Community. Während es so wie bei den meisten anderen Spielen möglich ist, 1000 Gamerscore abzugreifen, ist es der Mangel an Herausforderungen, der das Spiel so berüchtigt machte. Es gibt nur 5 Herausforderungen und alle davon sind mit dem mittelmäßigen Kampfsystem des Spiels verbunden. Einfach eine Hit-Kombo von 50 erzielen, indem man im ersten Level den B-Knopf vermöbelt und schon hat man alle 5 Erfolge innerhalb von 15 Minuten freigeschaltet. Lohnt es sich, das Spiel danach noch weiterzuspielen? Nein. Did you even train at all? Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um Benachrichtigungen über unsere Videos zu erhalten. Platz 1. Ernsthaft. Gears of War. Jeder Achievement-Hunter wird dir erzählen, wie wütend machend und dumm dieser Erfolg ist. Es ist ernsthaft der berüchtigste von allen auf der Xbox. Und das zu Recht. Der Seriously-Erfolg erwartet, dass man in Online-Runden insgesamt 10.000 Kills erzielt. Selbst die besten Gears-Spieler haben sich über diesen ultra-zeitaufwendigen Achievement beschwert und dann auch noch nur für 50 Gamerscore. Das macht sogar Avatar die Erde brennt lohnenswerter. Wir können wirklich verstehen, warum sich die meisten dazu entschieden haben, diesen Erfolg links liegen zu lassen, anstatt diese Herausforderung zu einer Lebensaufgabe zu machen. Stimmst du unserer Liste zu?
Welche Herausforderungen fandest du am schlimmsten? Sieh dir noch weitere Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.